glaube, das deckt sich ziemlich. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Stück machen will, weil sich da der Begriff eines guten Todes für mich sich darüber definiert, dass es mit Schmerzfreiheit zu tun hat. Und gar nicht im Sinne von körperlichen Schmerzen, sondern von dass man nicht die seelischen Schmerzen ertragen muss, nicht gelebt zu haben, nicht geliebt zu haben und Konflikte nicht gelöst zu haben und das alles am Ende zu merken, dass man eigentlich so viel verpasst hat. Und das, glaube ich, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und wahrscheinlich ist ja deswegen auch der, über den Tod offen zu sprechen, so gut, weil man dann einfach daran erinnert wird, dass es wichtig ist, davor lebendig zu sein. Ich glaube, vor 2 Jahren Entscheidung im Bundestag, ob man den assistierten Selbstmord, ob man den gesetzlich festlegen soll, wie das vonstatten gehen kann. Da gab es noch keine Einigung. Und ich denke, dieser rechtsfreie Raum, in dem das Ganze stattfindet, ein selbstbestimmtes Sterben, dass das eigentlich ein untragbarer Zustand ist. Und seitdem diese Abstimmung gescheitert ist, ist es keine gesellschaftliche Diskussion mehr. Was wir schon möchten, ist, das wieder zu einer Diskussion zu machen. Also grundsätzlich erstmal finde ich, dass es richtig ist, dass diese Frage sorgfältig und von allen Seiten angeguckt werden muss. Denn es gibt ja schon interessante Fälle in der Palliativmedizin, dass man weiß, dass wenn Menschen kommen mit diesem unbedingten Wunsch, Sterbehilfe zu bekommen, man dann aber Schmerzen wegnimmt und zeigt, dass Menschen da sind, an ihrer Seite stehen, dass dieser Wunsch ganz schnell auch wieder verschwinden kann. Und deswegen muss man das natürlich mit ganz viel Sorgfalt machen. Es gibt einen zweiten Punkt, das ist die Angst davor, dass es geschäftsmäßig passiert, dass es quasi daraus ein Geschäftsmodell wird. Und im Moment ist ja die Rechtslage so, dass ein assistierter Selbstmord immer noch straffrei ist. Also der würde ja theoretisch gehen. In Deutschland, der Grund, warum es in Deutschland so schwierig ist, hat mit der Ärztekammer zu tun. Dass die Ärzte eben Befürchtung haben, dass sie sanktioniert werden, wenn sie das tun. Das ist in anderen Ländern eben nicht so. Also die gab es und ich habe auch gesehen, wie unwürdig das ist für die Betroffenen, in dieser Unwissenheit zu sagen, ist es denn, wie das Ganze denn dann stattfinden kann. Natürlich weiß man, wenn man in die Schweiz geht zu Dignitas oder Exit, dann weiß man, wie das ablaufen wird. Das wird ja nun hinreichend auch im Internet bekannt gemacht, wie das abläuft. Aber hier in Deutschland, wenn man das quasi im Graubereich, im halblegalen Raum eben macht, dann weiß niemand so genau, was da passiert. Und das ist natürlich eine sehr entwürdigende Situation. Und das habe ich eben erlebt und das ist mit ein Grund, es wieder ein bisschen ans Licht zu bringen, diese Diskussion. Erstmal immer so eine Frage, ob das einen offenen Umgang mit dem Thema, eine Kommunikation darüber. Ich glaube, dass die Angst vor dem Sterben hat ganz viel damit zu tun, Unwissenheit, was wird da eigentlich passieren? Wie läuft das eigentlich ab? Allein die physischen Vorgänge, was Sterben eigentlich bedeutet, ist den meisten unklar und abgesehen von den psychischen, die dann noch oft weit dramatischer sind und dass das alles gar nicht so dramatisch sein muss, wenn man das im Grunde auch etwas ist, was man planen kann, was man, wenn man das würdevoll auch tun kann mit geliebten Menschen um sich herum, das sind alles Umstände, die, über die man ja nie offen spricht, wie man das eigentlich gerne haben würde, wenn es mal so weit wäre. Und da glaube ich, abgesehen von Sterbehilfe, aber das Thema Tod in unserer Gesellschaft ist ein komplett beiseite geschobenes und das würde ich mir wünschen natürlich, klar, dass das ein offeneres Thema wird. Also, wir haben noch eine große Produktion für uns, Viripayev, die Betrunkenen. Die soll noch im Juni stattfinden und das wird unsere zweite große Premiere in diesem Jahr. Und dann planen wir im Herbst Alice von Tom Waits. Also wir planen die Trilogie von Tom Waits zu vollenden. Das sind jetzt im Moment die Stücke, die anstehen.